Besserung zu einem neuen Video. Hier, mein Kanal, Reisen und 1990. Und heute fahre ich wieder mal zum Düsseldorfer Flughafen. Aber diesmal direkt zum Terminal und nicht nur zum Gartenbahnhof. Und hier sitze ich fast. Ich bin einer der wenigen Fahrgäste, die jetzt mit der S-Bahn zum Flughafen fahren. Krass, oder? Da ist die erste Klasse und das ist ein Triebwagen der Baureihe 423 von der S-Bahn Köln auf Linie S11 zwischen Bergisch Gladbach und dem Flughafen Terminal und eine Bahn ist sogar ausgefahren. Ich wollte eigentlich die um 23 nehmen, aber die ist wohl ausgefahren und fuhr nur bis jetzt auf Bergheim. Und jetzt sind wir schon am Flughafen Löwenzenz und dann ist das Parkhaus P5. Normalerweise wäre das Parkhaus schon jetzt rappelvoll, aber das ist halt nicht so. Aber die beiden Ladestationen sind billig hier im Parkhaus. Das Parkhaus P7. Ne, warte, das ist das Parkhaus P7 und das ist das Mitfahren Parkhaus. Alter, wie groß. Die Parkhaus ist hier. Und jetzt geht es rein in den Tiefbahnhof, das ist auch Flughafen, Terminal. Terminal und das ist das erste Mal nach rund drei Monaten. Alter, und jemand hat diese Fensterscheibe geöffnet. Hat das Klappfenster geöffnet. Normalerweise müssen die Türen zu sein, denn die S-Bahn hier werden hier klimatisiert. Das ist einmal die VRR-Plan und hier gegenüber direkt in der VRR, hier gegenüber der VRS-Plan. Das Bild hat die S-Bahn. Ja, krass, hier fährt so die S68 in der Schule. Das ist lange für krass, habe ich noch nie gesehen. Das ist wohl neu. Die B-Automaten hier wurden leider abgebaut. Ich frage niemand. Hier ein RFID-Ticket lösen kann und natürlich wurden hier auch hier die Entwerte abgebaut. Krass, oder? Und hier geht es hoch ins Terminal. Maskenpflicht, Mund-Nase-Schutzbedeckungspflicht hier im Terminal. Und hier kann man eben wieder zum Abflug. Wir sehen wir hier mit der Rolltreppe. Oder am besten auch mit dem Aufzug, da nehme ich da hinten. Ja, aber diese andere funktioniert hier leider nicht. Das ist nicht selten, Alter. Am besten ist hier in diesem Fall einfach den Aufzug zu nehmen. Und ich fahre jetzt auf die Ebene 0. Denn ich muss noch ein bisschen einkaufen gehen. Und dann schauen wir. Die Besucherterrasse hat ja leider weiterhin geschlossen. Mal schauen, ob ich jetzt einen PC mache. Nee. Der rechte Aufzug nicht. Nope, funktioniert nicht. Auf 148 funktioniert leider nicht. Aber die funktioniert. Ja, steht auch alles Wichtige drauf. Hoffentlich ist hier niemand drin, aber ist hier ruhig hier.
Aber jetzt auch vor Corona ist es jetzt sehr ruhig. Jetzt auf Ebene 0. Eine Etage. Ankunft. Arrival. Und hier fährt ein wenig mehr Betrieb als beim letzten Mal. Ich war vor einem Monat hier und hier war Funkstille. Was ich noch etwas finde, sind diese Desinfektionsterminals, Desinfektionsspender. Ein moderner Bus. Aus den Demonstrationspunkten. Die Mitglieder-App. Die hier mit der Wunder-App. Geworben. Natürlich fühlt sich die App hier auch. Ah ne, komm, nehmen wir einen Aufzug weiter. Der Griechenland ist hier gesperrt. Und auch KFC hat noch so krass. KFC hat jetzt auch so. Ja, also auch so ist ja außer Betrieb. Krass. Komplett dicht. Alter Schwede. Komplett. Schade, sehr schade. Und McDonalds hat zwar auch eigentlich nur im Notbetrieb. Wie in vielen Kartenzahlung. Das ist halt sowieso alles mit Karte. Auch vor Corona. Ja, eigentlich wollte ich jetzt nach Istanbul fliegen. Aber irgendwie, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tür offen, Door open. Alter Schwede. Alter Schwede. Komplett leer. Wirklich komplett leer. Check-in-Bereich komplett leer. Hier wäre normalerweise hier die Hölle los. Aber leider nicht. Und der Kriegerstand hat es so. Hat mein Bock ist jetzt kurz da reinzugehen. Hier nicht rein, sondern in die nächste. Und da sind wir bei der Zippo. Hier ist Condor. Alles dicht hier. Fast alles dicht. So, weil die Weinbar ist alles dicht. Aber Fernsehhalbe oben, wo weiß ich, wo ist wieder geöffnet. Ich gehe groß rein, hier rein in die Airport-Arkaden. Mal schauen. Hier ist ein Laden rausgezogen. Bestimmt mit Coca-Cola. Und Haribo hat jetzt auch dicht. Alter Schwede. Geht alles leer hier. Normalerweise ist wieder hier die Hölle los. Alter, komm, ein Laden hat auch bis auf Breaking House und Mobilcom Digital und diese einen Laden hier. Komplett alles dicht. Nordsee hat wohl auch auf. Aber ansonsten hier komplett alles leer. Vorübergehend geschlossen, Haribo. Mal ein Blick auf die Abflugtafel. Flüge nach Palma de Mallorca, Hamburg, Türkei, Kayseri, Berlin, Dresden, München, Gaziantep und Ankara.
Das war so, der Suminenrad hat jetzt geschlossen. Alter Schwede. Und der Kaffee da. Und der Kaffee hier. Man kann so rausschauen auf das Vorfeld. Das finde ich super. Warum ist hier alles sehr dicht? Alles dicht hier. So, der hat auch geöffnet. Aber mir ist nichts. Die haben es zu. Jetzt muss ich noch Masken kaufen. Alter, der Sushi-Laden hier. Der Sushi-Laden hier. Alles hat sich. Selbst der Kampf hat zu. Sushi-Baden auf Mikaku. Geht weiter, noch weiter hinten, aber. Doch, hier mehr. Schick mir Eurowings auf dem Vorfeld. Nur perfekt rausschauen. Und eine eine Automaschine. So, die hat die am Gate. Oh, wie schön. Leider ist so die Rasse geschlossen. Und man kann theoretisch jetzt natürlich auch auf der Parkbank bis hin gehen. Aber man muss auch weiterfahren. Ich will gerne auch weiterfahren. Ich war schon nicht mehr am Terminal. Alter, ist ja schön hier. Wunderschön hier. An den Ruhestand ziehen gehen. Mit meiner Maske wieder. Mit meinem Sehschalt. Aber ich schwitze hier ein bisschen. Aber wegen dem Visier. Und hier waren wir früher auch ein Laden. Leider auch dicht. Hier die Siko. Vom Terminal A. Vom Gate A. Alter. Ist das komplett leer? Komplett leer. Die bauen ja was um. Ich habe auch einen Sixwagen. Nee, der zweite Sixwagen ist hier gesperrt. Ein Jaguar I-Pace elektrisch, voll elektrischer Jaguar. Und die dicke Schalter, die sind ja größtenteils geschlossen. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut, dass mit den Hygienespender. Ich nehme jetzt so kurz raus, mal diesen Visier abnehmen. Und immer noch so leer. Ein bisschen voller, aber kein Normalbetrieb. Das Parkhaus bis 2 hat weiterhin geschlossen. Krass. Aber ich sehe immer Taxis. Und warten hier auf Kundschaft. Und ich bin jetzt hier im leeren Parkhaus 2. Krass, oder? Die Parkhaus ist hier komplett leer. Komplett. Und zwar komplett. Krass, oder? Sehr, sehr krass. Habt ihr so ein leeres Parkhaus gesehen? Ich jedenfalls nicht. Alter Schwede, so ein leeres Parkhaus. Kann ich theoretisch hier mit dem Fahrrad durchfahren. Aber machen wir nicht. Machen wir natürlich nicht. Frauenparkplätze, da geht es um den Aufzügen. Das sind auch Aufzüge. Mal schauen, ob die funktionieren. Ha, komplett leeres Parkhaus, komplett leer. Ist ja geschlossen, das P2. Nur das P1, P und das P3 sowie das Parkhaus 7 sind weiterhin geöffnet. Steht auch nur, dass man hier nicht drauf geht. Mit dem Parkhaus hier betätigen darf. Oh, wie cool. Wie ein leeres Parkhaus. Alter Schwede. Wo sind die Aufzüge? Der unten auf der Aufzug leider nicht im Betrieb. Schade. Schade. Aufzug ist leider defekt. Also abgeschaltet. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Da ist das Terminal. Das
Fahrt, also eigentlich mit dem Auto hoch und runter fahren. Aber wir sind hier rüber in Terminal. Alter, weil der Fahrt auch nicht hat mir gefehlt. Check-in-Schalter und hier steht was. Griechenland, Spanien, UK, Italien, Karibien. Noch Informationsmaterial. Krass. Steht aber was hier auch hier von Kroatien? Denn auch nach Kroatien sollte man am besten ein Formular ausfüllen. Nee, haben sie leider nicht für. War ja nicht für Kroatien. Wir waren gerade zum Parkbus, das war komplett leer. Aber leider funktionieren die Aufzüge nicht. Zumindest die Aufzüge im Hauptterminal. NRW, Jura, Nordrhein-Westfalen, Jura. Your number one investment location in Germany. Und ich gehe rüber zum Geiträger. Also diesmal bin ich hier auch in dem Auto gefahren, aber ich gehe einfach hier hoch. Ah, und ich stehe jetzt hier am Flughafen Fernbahnhof und hier stehen weiterhin die ganzen Kondormaschinen. Ein paar Flugzeuge sind schon weggegangen, aber es stehen noch einige hier am Vorfeld. Laut Zeitradar soll vom in den nächsten Tagen wohl kommen Flieger. Das finde ich sehr schade. Und der Zeitdienst hier fährt nur in den 15 Minuten. Arbeitet nur in 15 Minuten, obwohl immer mehr Flieger los gestartet sind. Und die Toilette hier ist weiterhin gefecht. Auf der Zwischenebene. So, ich habe gerade einen Herrn geholfen, und zwar am Fahrkartautomaten, natürlich mit Sicherheitsabstand. Und ich habe ihn empfohlen, unbedingt mit Karte zu zahlen. Oder eben hier am Schalter mit Bar oder mit Karte. Hat er trotzdem Bar bezahlt. Aber zum Glück hat das ja problemlos funktioniert. Aber so bemerkenswert hat das eben, funktioniert das eben ja nicht. Jetzt hier an den grünen Automaten. Hier, ihr habt die Wahl. Grüner Automat oder roter Automat. Lieber jetzt hier zum roten Automaten gehen. Aber hier gibt es keine VRR-Tickets. Sprich, falls ihr von vorher gelöst wollt, dann löst ihr am besten ein Handy-Ticket. Oder geht am besten zum Schalter. Oder geht trotzdem hier an diesen Grünautomaten, aber zahlt hier mit Karte, am besten kontaktlos, ist am sichersten, hier an den Automaten, den wieder Türen fortlangen und so weiter, die funktionieren leider nicht. Die reagieren nicht hier auf Anfragen und so weiter. Man kann es quasi sagen, dass das so leider Abzockautomaten sind. So, leider so. Transdev ist eigentlich ein ganz normaler privates Zugunternehmen, aber wegen der Politik von Transwest mit dem Aufzug wieder kommt. Das sind so eine Abzugautomaten, die grünen Automaten. Am besten geht ihr an den roten Automaten, sofern sie es noch gibt, und löst dort das Ticket. Ja, und dann könnt ihr am besten das Ticket lösen innerhalb des Verbundtarifes. Und komischerweise kann man hier noch nicht mal VRS-Tickets kaufen.
Aber VRS-Tickets gibt es in Köln weiterhin an den roten Automaten. Ich frage mich, warum? Leider kann mir die Frage kaum einer beantworten. Die sagen einfach, das hatte vergessen, wo noch ein Rohr festgelegt, aber was hatte vorher eher mit dem VRS und auch mit dem Messanteil zu tun? Gar nichts, ehrlich gesagt, wirklich absolut gar nichts. Ich wünsche mir einen LMW-Verbund, ehrlich gesagt, mit einheitlichen Automaten und nicht an jeder zweiten Station steht ein anderer Automat. Und dann kommt, da ist auch schon mein Zug. Oh, den voll. Da ist ein bisschen der Platz. Da habe ich sofort Angst.